Tag und willkommen zu unserer Webinarreihe Live Trading der US Session mit Marc Pötter. Und ja, ich freue mich, dass Sie live dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto, ich begrüße Sie im Namen von FXLED. Wir schauen uns natürlich gleich mit Marc gemeinsam an, was der Markt macht. Vorher werden wir aber kurz über den Risikohinweis sprechen, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig davon müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Also wirklich entscheidend, unabhängig davon, was der Markt heute uns eventuell zeigt an Trades. Und diese Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Sehr gut, dann gebe ich jetzt weiter und übertrage den Bildschirm. Wie immer bin ich im Hintergrund und kommentiere hier und da, wenn ich was finde. Ansonsten wünsche ich viel Erfolg und viel Spaß. Ja, Nelson, danke dir auch. Herzlich willkommen von meiner Seite. Mal ganz kurz so, dass man mich einschätzen kann, wer vielleicht neu mit dabei ist heute. Und dann wollen wir aber auch schon direkt loslegen, weil es ist spannend heute. Deswegen will ich gar nicht zu viel Zeit jetzt hier verschwenden. Ihr seht nämlich, es kamen Daten raus und die haben es in sich gehabt. Also es ist nicht typisch, dass wir hier im Nasdaq von 256 dann auf 215, also 40 Punkte Slippage haben, beziehungsweise einen Gap haben, einen Kurssprung haben, während der Haupthandel oder der, sagen wir mal, im Prinzip fast Haupthandelzeit. Also das ist schon Wahnsinn. Und auch wenn man sich das live angeschaut hat, Dow Jones, auch der ist wirklich in 15er, 20er Schritten nach unten gegangen. Also da gab es dann auch zwischen den 20 Kursen keine Kursfeststellung. Also dann, das sind immer Sachen, wo wir ein bisschen auf achten müssen. Also von daher auch Verbraucherpreise. Also das Thema Inflation immer noch das aktuell bestimmende Thema, weil das waren nämlich Verbraucherpreise und auch zusammen dann mit Arbeitsmarktdaten. Eigentlich nur die kleinen Arbeitsmarktdaten, nämlich die von Donnerstags. Ich zeige das mal eben. Aber die haben es doch in sich gehabt. Hier kann man es im Prinzip sehr schön sehen, dass wir. Und gerade gucken eigentlich, dass ich. Ich starte mal mein Zeichentool neu, dann kann ich euch auch was reinzeichnen hier. Ja, wir erinnern uns, wir haben auch, glaube ich, hier sogar auch im Webinar darüber gesprochen. Bei der letzten FED-Sitzung hat Jerome Powell und das Protokoll ja auch uns gezeigt, worauf die FED zukünftig schauen wird. Inflation ist nicht mehr an erster Stelle und schauen eher auf den Arbeitsmarkt aktuell. Nichtsdestotrotz, was heute interessant war, einmal natürlich hier diese Zahl, die du gerade markierst, aber auch die Kernrate. Das war heute das Entscheidende, dass die hier höher ausgefallen ist als erwartet, auch wenn insgesamt die Inflation mit 2,4. Ich glaube, das ist jetzt wieder der niedrigste Wert seit 2021. Aber ja. Nichtsdestotrotz, das ist hier die zwei entscheidenden Faktoren heute gewesen. Genau, also von daher und ich sag mal, auch diese Zahl widerspricht so ein bisschen den monatlichen Arbeitsmarktdaten, die wir jetzt vor kurzem gehabt haben, letzte Woche gehabt haben, am Freitag. Da wurden nämlich über 100.000 Stellen mehr geschaffen. Also von daher eigentlich komisch, dass wir jetzt hier in der quasi in den Erstanträgen Arbeitslosenhilfe, dass wir da rauf sind. Ja, wir hatten es ja schon mal gehabt von ein paar Wochen, ne, dass ja auch die Arbeitsmarktdaten so nachträglich immer wieder ein bisschen angepasst werden. Also das kann man noch, oder zumindest für mich nicht so ganz durchsichtig, weil das passt eigentlich halt nicht zusammen. Eigentlich muss man ja sagen, wenn halt mehr Jobs zustande kommen, dann müsste ja eigentlich die Arbeitslosenzahl runtergehen. Aber gut, okay. Also von daher eher, ich sag mal, schlechte Daten vom Arbeitsmarkt und auch natürlich, wenn die Kernrate um 0,3% ansteigt anstelle von 0,2%, auch das natürlich nicht unbedingt positiv. Auf der anderen Seite sind die Aktienmärkte, kennen die nur eine Richtung und das ist long aktuell, ne? Ich meine, jetzt haben wir hier kurzfristig den Einbruch gehabt. Ich will es mal ganz kurz zeigen. Wenn wir uns das Ganze halt im Tageschart anschauen, ne, dann seht ihr, dass wir hier tatsächlich wieder long ziehen und Richtung Allzeithoch unterwegs sind. Ja, also von da bin ich da mal sehr gespannt. Ich meine, der hat jetzt hier an dieser Unterstützung, sondern dem Widerstand umgedreht.
Und wir können definitiv auch Short handeln, gerade halt, wenn wir hier, ne, so eine Kerze haben, die so nach unten zieht. Aber einfach nur, dass ihr das seht, dass das dass deswegen da also auch quasi so eine Überraschung kam. Oh nein, jetzt ist vielleicht der Weg auch zum neuen Allzeithoch im Nasdaq erstmal verbaut. So, wir haben 15:21, wollen noch kurz die Markteröffnung abwarten. Ja, ich hatte schon erste Begründung schon gelesen, warum die Zahl höher reingekommen ist jetzt hier bezüglich der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Da waren die ersten Experten, die das schon mit dem Hurricane jetzt in Verbindung gesetzt haben, dass man im Vorfeld sozusagen Arbeitsplätze wieder abgeschafft hat, weil man wusste, dass da ja in den nächsten Wochen erstmal weniger Geschäft zustande kommt. Ach so, interessant. Danke dir. Siehst du, das habe ich nicht gelesen. Ach, das ist manchmal ist ja doch sehr, sehr vielfältig und komplexer, als man denkt. Aber interessant, also dass man schon im Vorfeld sagt, okay, man weiß, so ein Hurricane kommt. Ja, aber ich meine, der hat ja auch Verwüstungen angerichtet. Also mein lieber Mann, da kann man sich so Videos, finde ich, gar nicht bis zum Ende anschauen. Also so zerreißt er da die Häuser um und so. Ja, definitiv. Okay, aber dann würden zumindest die Arbeitsmarktdaten, zumindest passt es dann halt zu dem Bild, dass halt USA weit dann sehr viele neue Stellen geschaffen worden sind. Dann passt das nämlich wieder sehr gut. Ja, ich möchte jetzt hier kurzfristig natürlich auch mal ganz gerne mit den kurzfristigen Impulsen schauen. Also ich könnte mir schon noch vorstellen, dass wir hier auch erst nochmal das tiefere Tief sehen. Ja, aber wie gesagt, wollen da eben noch die Markteröffnung abwarten. Der DAX auch ziemlich stark in letzter Zeit. Mal auch nochmal eben auf den Tageschart gucken. Ja, wenn man das hier sieht, also schon deutlich früher über sein Allzeithoch drüber als die Nasdaq jetzt. Ja, ähnlich so wie ein S&P 500. Ist nochmal schön am gleitenden Durchschnitt abgeprallt. Also das immer in dem Moment, wenn wir einen stärkeren Trend haben, ist dann genau der 21er Durchschnitt, den wir da gut handeln können. So, und Gold haben wir hier natürlich dann auch in dem Moment, wenn es am Aktienmarkt ruppig wird, dann flüchtet Geld häufig ins Gold rein. Und das ist genau das, was wir hier gesehen haben, dass das dann nach oben ist. Aber wird auch schon ein bisschen abverkauft. Also bin ich auch gleich mal gespannt, in welche Richtung es geht. DAX werden wir auch wieder auf die 5 Minuten stellen. Dann gucken wir gleich mal, was die Markteröffnung so bringt. So die letzten Tage war es immer so, dass der Dow Jones erstmal einen Riesensatz nach unten machte, um dann da aufzuräumen sozusagen und dann wieder nach oben ging. Also ganz, ganz interessant war tatsächlich ein Muster, was die meisten Tage vorkam. Also nicht alle Tage, aber tatsächlich die meisten Tage. Bin mal sehr gespannt, wie das jetzt mit der Nachricht oder beziehungsweise mit der Nachrichtenausgangslage ist. Na, und dann zumindest das Nasdaq, wenn wir hier die tiefen Tiefs gesehen haben, es dann raufgehen sollte, ja, dann würde ich mich sogar auch ganz gern wieder long positionieren. Ich bin schon mittelfristig davon überzeugt, dass wir das Allzeithoch knacken werden. Wie ist deine Einschätzung, deine Meinung? Vielleicht ganz kurz. Wird der Markt tatsächlich jetzt noch vor der Wahl viel machen oder eher sich abwarten zeigen?
Also ich glaube, dass wir vor der Wahl doch noch ein bisschen ansteigen werden und auch im Nasdaq zumindest auf ein neues Allzeithoch gehen. Das ist die Erwartung, die ich habe. Wenn man das im Prinzip hier mal sieht, also auch gestern war ja ein wirklich richtig guter Tag, wo der Nasdaq richtig stark hochgezogen hat. Davor der Tag auch. Also das sind jetzt nicht mehr viele Punkte. Da haben wir jetzt noch 450 Punkte. Und wenn wir einen guten Tag haben, ne, wie hier, sind ja so, da macht ein Nasdaq 600 Punkte. Also von daher ein normaler guter Tag und das Allzeithoch ist da. Also ich weiß halt auch, dass wir aktuell auch im Markt viele Pessimisten haben. Ich sagte es ja auch, glaube ich, schon beim letzten Mal. Also ich kenne auch ein paar Börsenhändler, die komplett ihr Depot verkauft haben und gesagt haben, ich bin erstmal fertig, ich warte auf niedrige Kurse. Aber das ist ja mal die Sache, dass man das ja nicht so weiß. Und da bin ich tatsächlich ein Freund von der technischen Analyse. Dass ich halt sage, wenn ich sehe, dass die Märkte so hochziehen oder auf Allzeithoch sind, dann will ich erstmal diese Welle mitreiten, einfach weil ich aus der Erfahrung her weiß, dass so Übertreibungen, die können sehr, sehr lange dauern. Also ich kenne einen Bankberater, der mittlerweile etwas über 60 ist, war damals, sag mal, in der Blüte seiner Jahre in den 90ern, Ende der 90er. Und der hat schon relativ frühzeitig gesehen, 98, dass der Aktienmarkt eine komplette Blase ist, womit er ja auch absolut recht hatte. Hat aber dann seinen Kunden gesagt, dass sie bitte aussteigen sollen, sind ausgestiegen und dann gucken die Kunden zu, wie 99 halt so ein Highflyer-Jahr wird, obwohl es natürlich fundamental schon eine absolute Blase war. Ja, und deswegen, wenn man halt sowas weiß, dann möchte ich zumindest persönlich tendenziell eher mit dem Trend gehen. Und wenn ich halt sehe, dass Leute da sind, die jeden Tag bereit sind, einen höheren Preis zu bezahlen, ja, dann gehe ich auch immer erstmal davon aus, dass wir halt weiter steigen werden. Ja, verstehe. Was ist denn deine Meinung, Nelson? Ich positioniere mich neutral an der Stelle. Tatsächlich gibt es ja einige Faktoren. Ich habe das auch vor, glaube ich, 1,5 Wochen oder 2 Wochen auch in einem anderen Format hier kurz auch dargestellt. Statistisch gab es da eine interessante Meldung. Wir hatten ja, nachdem der September abgeschlossen war, über 20% ja Performance gehabt, auf das Jahr gesehen. Und statistisch gesehen hätten wir dann einen leichteren Oktober. Aber wie man sieht, beweist der Markt ja immer wieder, die sind nicht kaputt zu kriegen. Und von daher ist es wirklich schwierig, wie du gesagt hast. Also wenn man wirklich nach Daten, nach Fundamentaldaten, nach Wirtschaftslage das Ganze bewertet, dann ist man meistens immer zu früh. Ja, weil die Wirtschaft dreht ja schon, also zumindest ja in Deutschland wird es auch das zweite Jahr dann mit einer Wirtschaftsschrumpfung zu tun haben. Aber der DAX, der steigt und steigt. Ja, jetzt stell dir vor, die Aktienrente kommt tatsächlich und alle noch mehr Leute und der Staat werden dann in den Aktienmarkt in Deutschland auch noch investieren, ähnlich wie in den USA. Dann haben wir den DAX auch irgendwann bei 40. Ja, top, top. 40.000. Also all in long. Moment, ich stelle mal die Menge hoch. Ja, Du aber sagen bist doch sowieso schon mit deinem Nvidia, hast du schon ausgesorgt, hör mal. wir es jetzt. Das läuft auf jeden Fall gut, das stimmt. So, Naja, aber der ich meine, Öffner kommt gleich. Aktienrente und so, perfekt. Das finde ich eine sehr gute Sache, dass man das endlich mal fördert. So, jetzt haben wir 15:30 Uhr, es geht los. Dow Jones kommt nochmal runter. Unten haben wir auch unseren Pivotpunkt, der ganz interessant sein kann.
da auch nochmal angucken hier. Das ist ein schönes Tief, was ich doch tatsächlich nutzen möchte. Ja, einfach halt, wir haben hier so eine perfekte Lunte, da eine perfekte Lunte. Also das ist schon was, wo der Kurs zumindest erstmal wieder ein bisschen abprallen sollte, zusammen mit dem Pivotpunkt. Deswegen möchte ich hier gern direkt eine Order hinlegen. Ja, das passt wunderbar. Die nämlich schon liegen. Nasdaq schauen wir gleich mal. Das ist für mich noch so ein bisschen indifferent, so die letzten Kerzen. Ah, Dow Jones, wenn ich nochmal runter. Doch. Hoffe ich doch mal. Also wird es zumindest typisch, ne, also einmal so die Relevanzunterstützung mal unterschreitet. Für diejenigen, die noch ein bisschen später reingekommen sind, ja, beim Maltier sehr starken Ausschlag gehabt um 14:30 wegen Daten, Verbraucherpreise und Arbeitsmarktdaten. Und ich möchte jetzt halt hier nochmal probieren, long reinzukommen in Dow Jones, einfach weil der übergeordnete Trend sehr stark long ist und wir da auch hier im Prinzip zwei Kerzen haben, also sagen wir, sehr, sehr starke Lunden haben, wo der Kurs da typischerweise runtergehen kann, aber wo es untypisch ist, dass er tatsächlich nach unten ausbricht, also wo wir erstmal wieder gut long reinkommen. Na, und ich hatte es auch gezeigt hier, dass wir natürlich im Tageschart hier, auch hier im Dow Jones, stehen wir kurz vorm Allzeithoch. Na, also auch da könnte es dann vielleicht sogar heute schon hingehen. Das würde mich nicht wundern. Und dementsprechend will ich natürlich mit dem übergeordneten Trend eher long reingehen. Also für das bei Short einsteige, dafür müssten wir erstmal mal tiefere Tiefs sehen oder beziehungsweise zumindest einen anderen Impuls sehen. Ja, auch der erste Impuls hier nach Markteröffnung, der war ja relativ weit hoch, auch im Prinzip untypisch. Und von daher will ich jetzt erstmal probieren, long reinzukommen. Da kann man sich aber noch anders entscheiden, wenn wir hier beim DAX oder beim Nasdaq sehen. Ja, der zieht nach unten, dann wird die Situation dann da anders aussehen.
So, Dow Jones kommt langsam runter. Ah, der DAX kommt auch ein bisschen runter, ähnlich wie US 30. Ja. Ja, muss natürlich jetzt auch das Tief jetzt zumindest mal brechen. Also ich würde zumindest im Dow Jones hier kurz vor dem Tief nicht einsteigen, weil er tatsächlich gerade zur Markteröffnung dafür bekannt ist, dass er da solche Sachen mal eben mitnimmt und nochmal einen Satz tiefer macht und dann wunderbar rumdreht und steigt. Mal sehen, ob das heute auch so ist. Eigentlich müsste er da nochmal durch. Also müssen in meinen Augen natürlich nur. Er muss natürlich gar nichts. Jetzt vielleicht. Auch beim DAX finde ich, ist ein ähnliches Bild wie im Dow Jones. Also auch hier würde ich gerne long einsteigen. Ich möchte aber gerne abwarten, ja, ob tatsächlich hier so diese Unterstützung, also ähnlich wie wir auch das im Dow Jones haben, ob die halten. DAX würde ich dann etwas später probieren, wenn er halt dreht und wir dann über den Smart Trend Indikator, wenn der dann entsprechend grün zeigt, dass ich dann darüber probiere, long reinzukommen. Ja, aber falls wir jetzt doch in so einen Abwärtstrend gehen sollten, na, dann möchte ich jetzt nicht da entsprechend zwei Trades aufmachen. Aber jetzt bitte nicht ein Pünktchen vor dem Einstieg drehen. Ja, bei den Aktien, die üblichen Verdächtigen relativ fest. Amazon mit dem Gap-Up, ich habe das auch eben nur auch aus dem Augenwinkel mitbekommen. Ich glaube, dass sie jetzt eine der erfolgreichsten Oktober Prime Days hatten und von daher heute stark gestartet. Ja, Wahnsinn. Ja, von daher wäre auch mal irgendwann auch mal eine Alibaba-Aktie interessant, ne? Weil ich habe mal gelesen, dass also die Zahlen, die halt Amazon hat an so einem Prime Day, das ist für Alibaba in dem chinesischen Markt, weil da einfach so viele Menschen wohnen, halt Kleinigkeit. Die haben irgendwie das Dreifache, Vierfache. Also Wahnsinn, eigentlich auch ein cooles Unternehmen, aber halt politisch werden daher die Aktien noch relativ niedrig gehalten, auch wenn jetzt natürlich jetzt hier die Chinesen die Schleuse aufgemacht haben und erstmal wieder so ein Push nach oben kam. Aber es ist halt die Frage, ob der nachhaltig ist, wenn man sagen kann, man kauft jetzt auch in eine trendstarke Aktie rein. Ja, die Dimensionen sind verrückt. Ja, aber der Push hat ja auch nicht so lange gehalten, wie du ja auch vielleicht Genau. mitbekommen hast. Ist immer noch mit Risiko verbunden, als ausländischer Investor da mit reinzusteigen. Ja. Also ich habe eine Aktie aber schon seit 6 Jahren, Tencent.
die auch sich ganz gut hält und auch im Plus ist. Aber ich bin froh, dass ich halt nicht Alibaba schon vor 3 Jahren, als sie auch stark empfohlen wurde und dergleichen. Also auch das vielleicht so als kleines Tipp von meiner Seite, ne, wenn so eine Aktien, also so ein fallendes Messer, gerade so bei Aktien, da bietet sich immer an, dass man erstmal so ein bisschen abwartet, ob die, also dass sie dann auch tatsächlich mal nachhaltig ansteigen kann, ne, selbst wenn man dann ein bisschen später in so einen Aktienkurs reinkommt. Ja, so mache ich das zumindestens. Boah, der Dow Jones, das darf nicht wahr sein hier. Das war nicht viel, ne? Na, 5 Punkte. 5 Punkte fehlten. Ja, gut. Wann würdest du von dem Setup Abstand nehmen? Wenn wir jetzt hier oben drüber gehen, dann würde ich mich wieder probieren, long zu positionieren. Und ja, genau. Aber ich sag mal, sonst, wenn er halt jetzt nochmal runterkommt, nochmal tieferes Tief macht und dann vielleicht rein, das muss jetzt auch nicht unbedingt schlecht sein. Mal kurz gucken. Haben wir natürlich das tiefere Tief gemacht. Ja, aber trotzdem, nee, möchte ich nochmal drin lassen. Oh, kommt doch mal runter. Was ist die Meinung von euch, von den Teilnehmern? Habt ihr eine Meinung zum aktuellen Marktgeschehen? Neues Allzeithoch oder eher pessimistisch? Wie gesagt, auch gerade so im Analystenbereich, also tatsächlich die Meinungen gehen da wirklich stark auseinander. Also da kann man gar nicht so sagen, sonst hat man so eine einhellige Meinung, ja, Aktien müssen weiterlaufen, sodass alle Institute das sagen. Das ist doch tatsächlich aktuell sehr durchmischt, so die Meinung. Was ist eure Meinung dazu? Ja, sehr, sehr ruhig heute im Chat hier. Ja, vielleicht auch, weil doch einige dann die Koffer packen für die Herbstferien. Ja, doch, aber hier. Ja, rauf. Okay. Ja, also wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, da sind die, ich glaube, da gibt es jetzt tatsächlich 2 Lager und von daher bin ich da auch mal im Prinzip sehr gespannt, wie es denn jetzt kommen wird. Wie gesagt, ich halte mich da eher an die technische Analyse. Deswegen der übergeordnete Aufwärtstrend absolut intakt. Nur auch wenn wir jetzt hier mal ein tiefes Tief sind, aber es ist ja jetzt hier im 5-Minuten-Chart. So, aber soll jetzt nochmal das tiefere Tief machen, bitte, dass wir auch dann reinkommen, dass er zumindest den. Mal gucken, scheiße, sogar noch ein bisschen runtergehen. Spread ist ja hier schön niedrig. Ja, haben wir hier. Fixflat hat ja dann sehr günstigen Spread. Da können wir also mit der Linie dann ein kleines bisschen runtergehen. Das passt dann gut. Dann haben wir hier nur 1,5 Punkte, was sehr wenig ist. Bei anderen hat man üblicherweise 2, 2,5 oder teilweise über 3 oder so, oder teilweise bis 5 Punkte hoch. Man darf halt halt nicht vergessen, wir reden hier über einen Indexstand von über 42.000. Ja, genau.
Okay, will mich da nicht abholen, nicht schlimm, aber dann nehme ich auch die Position entsprechend raus. Na, weil für mich ist immer, wenn so eine Unterstützung so diverse Male angetestet worden ist, ja, irgendwann im Prinzip kracht es dann richtig durch. Ja. Und das ist nicht das Setup, was ich mir vorstelle, dass der hier also quasi genau vor der Unterstützung so lange bleibt. Ne. Also dementsprechend muss ich davon ausgehen, dass die Unterstützung als Pivotpunkt, die ich ausgemacht habe, dass die nicht angenommen wird vom Markt. Also dass anscheinend jetzt hier so sozusagen die Unterstützung lag. Und dementsprechend, wenn wir da so hin und her gehen, wenn er dann nochmal runterkommt und dann tatsächlich durchgeht, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er entsprechend auch dann was weiter durchgeht. Deswegen habe ich jetzt den Trade rausgenommen, die Order. Ja, und DAX geht ja auch erstmal runter. Von daher auch ganz gut, dass ich abgewartet habe, dass wir dann sagen, wenn er drehen sollte, dass wir dann erst reingehen. Nasdaq ja, aktuell nur seitwärts. Also ganz komisch auch. Untypisch. Deswegen möchte ich jetzt da erstmal die Füße ein bisschen stillhalten. Ne? Immer natürlich schade, dass wir jetzt im Webinar nicht direkt einen Einstieg haben, das weiß ich. Aber auf der anderen Seite, wenn es um Geld geht, um Traden geht, ist auch gerade dann wichtig, dass uns eine Strategie sagt oder sag mal, die Systematik, die man nutzt, wann man auch mal nicht handelt oder wann man auch mal die Füße stillhält. Ne? Dass man dann nicht in so einem Seitwärtsmarkt dann zu häufig probiert reinzukommen und um auf den Ausbruch zu setzen und dann kommt er nicht. Sogar eher so aus, als wenn der Markt grundsätzlich noch ein bisschen runterziehen möchte. Ja, möchte ich doch auch jetzt doch ein probieren, was ich gerade gesagt habe, dass er wahrscheinlich hier durchbrechen können, runterkommt. Na, dann lassen wir ihn mal runtergehen. Oder zumindest möchte ich das mal probieren. Ja, S&P und Nasdaq wollen jetzt auch mitmachen. Haben jetzt auch ein bisschen nachgegeben. DAX sowieso sieht man ja bei dir jetzt auf dem Chart. Gold macht den Weg nach oben jetzt, hat gedreht. Öl mehr oder weniger seitwärts. Euro, US-Dollar auch. Aber gerade halt auch, wenn jetzt Gold steigt, ne, das wäre jetzt auch wieder so zumindest so ein Echtzeitindiz, dass auch die Aktienmärkte weiter fallen können. Ich hoffe halt nur, dass der Dow Jones auch fällt und jetzt nicht nur den Nasdaq. Ja, auch die großen Aktien haben jetzt gedreht. Amazon jetzt nur noch die einzige Aktie, die noch grün ist. Alle anderen sind jetzt auch gut. Aber US-30 hat ja schon seit Tagen und Wochen ein Eigenleben entwickelt. Das stimmt wohl.
So, ich bin jetzt hier auch nochmal Short rein. Ja, weil nämlich, wenn's runtergeht, dann kann es halt richtig jetzt, also zumindest für den Daytrading halt richtig runtergehen. Deswegen möchte ich das jetzt nochmal probieren. Dann hat den Ausbruch hier runter gemacht, kommt zurück, na, ein bisschen über den alten Widerstand drüber. Und hoffe jetzt mal, dass zumindest einer von beiden entsprechend jetzt nach unten dreht. Na, Dow Jones kann nicht gleich raus sein. Aber wie du sagst, Dow Jones ist tatsächlich ein Eigenleben aktuell. Also ganz interessant. So, Nasdaq. Ja, da sollte es jetzt raus sein. Jetzt zieht das wieder auch hoch. Gucken wir mal, noch sind wir drin. Ich war natürlich hier mit dem ersten Einstieg. In dem Moment, wenn der natürlich drin ist, dann geht man halt auch nicht mehr short. Aber gut, ne, so ist das. Das sind dann meistens, also was heißt meistens, aber häufig Kleinigkeiten, ne, die so, die einen dann in eine etwas andere Richtung treiben. Und ja, ist halt so. Ne. So ist der Markt, dass er halt leider nicht immer exakt das macht, was man denkt. Aber auch hier unten, ADX sieht gut aus, rote Linie oben heißt Short, Stochastik auch im Fallen, also auch eigentlich, dass das Momentum Short ist. Ja, jetzt muss ich natürlich nur noch der aktuelle Kurs dran halten. Der ist auch was, kommen sie doch wieder hoch, die Märkte.
Ja, DAX macht noch relativ wenig. Der verharrt hier unten irgendwie. So, nächste 5-Minuten-Kerze ist dann die 16-Uhr-Kerze, die wird auch interessant sein. Gold, neues Tageshoch. Ja. Das ist eigentlich untypisch, dass halt Gold dann so steigt und Dow Jones und Nasdaq dann mitsteigen in den Kerzen. Ich mir doch anders erhofft hier unten, aber gut. Jetzt kommt da zurück hier in seine Seitwärtszone. Toll. Nice. Noch nicht long. Wir haben hier ja auch noch das Tiefe hoch. Wir haben hier das Tiefe hoch. Also möchte ich noch nicht auf Gutdünken long einsteigen. So, gleich nochmal gucken, wenn die nächste 5-Minuten-Kerze kommt, wenn die grün sein sollte, dann würde ich einen Long-Einstieg probieren, weil dann sind wir auch definitiv hier über dem Hoch drüber. Das wäre also dann schon zumindest so ein kleiner Trendbruch vom Short-Trend. Und wir haben ja hier auch noch unser Gap offen. Ja, also wir haben ja hier noch, hatten wir den Schlusskurs. Von dem muss ich gucken, das klar, wenn man ein bisschen offen ist oder nicht so viel offen ist.
Einmal kurz raus. Ja, minimal offen. Also das würde ich schon sagen, das ist dann ein Gap Closed und dann passt das doch. Dann passt es doch. Aber trotzdem, wie gesagt, wenn die nächste grün wäre, den würde ich noch mal probieren wollen. Dow Jones hier, der hängt seitwärts fest, da kann ich nichts zu sagen. DAX arbeitet sich langsam hoch. Aber das dauert noch, bis hier die Indikation grün wird. DAX hoch. Gold zieht auch ein bisschen weiter. So, noch 45 Sekunden. Ist grün und rein. Jetzt hoffe ich auch mal, dass jetzt endlich der Ausbruch auch kommt. Jetzt muss er mich nach oben schieben. Komm, jetzt richtig rauf. Hierbei nach, wenn er wieder runterkommt, dann möchte ich nicht mehr mit dabei sein. Aber jetzt müsste er auch mal ziehen nach oben. Müssen wir einfach jetzt auch hier den Bereich mal verlassen, dass wir hier oben wieder hinkommen. Ne, hat nicht sollen sein.
Aber trotzdem, Einstieg hat mir gut gefallen. Das passte, ne? Das Kerzensignal, das war direkt da. Also von daher, das ist dann schon in Ordnung. Aber das ist dann immer so eine Sache. Du hast Tage teilweise, ja, wo man auf einen Auspuff wartet und der kommt den ganzen Tag nicht. Ja, also es kann durchaus sein, dass er auch jetzt hier einfach in dieser Seitenzeit so bleibt. Und dann kann man etliche Male probieren. Von daher bin ich aber ein bisschen vorsichtig, dass ich nicht zu häufig rein will. Ja, jetzt einfach mit den Indikationen passt es gut. Aber wenn es halt nicht so sein soll, ich kann es halt leider nicht erzwingen. Ne? Also das Vorgehen mit der Brechstange, das bringt meistens nichts. Sondern man muss halt gucken, dass man dann ein bisschen Geduld hat und dann kommen auch die Tage wieder, ne, wo er dann halt mehr ausbricht, wo man auch dann 3, 4, 5 R oder sowas mitnehmen kann. Okay, nee, also von daher war es das mit meinen Setups. Wie gesagt, ich würde jetzt hier nicht irgendwo noch in den nächsten 10 Minuten nochmal einsteigen wollen. Deswegen von meiner Seite, Nelson, vielen Dank an alle Teilnehmer, vielen Dank. Ich wünsche, wer in den Herbst hinweg ist, ich bin es die nächste Woche, einen schönen Urlaub. Und ja, freue mich dann, wenn wir uns das nächste Mal hören, im nächsten Webinar. Super, vielen Dank, Marc. Wünsche dir natürlich auch einen schönen Urlaub und alle anderen auch, die dann wegfahren. Ansonsten heute und morgen noch viel Erfolg beim Traden. Und ja, würde mich freuen, wenn Sie dann wieder beim nächsten Termin dabei sind. Bis dahin alles Gute, passen Sie auf Ihre Position auf. Bis dann, ciao, ciao.